Ja, liebe Anwesende, der Gewinnmaximierung, wie uns Christian jetzt gesagt hat, ist letztlich ja das Wesen des Kapitalismus. Und das war schon immer das Wesen und der Motor für die kapitalistische Entwicklung. Aber ich denke, die kapitalistische Entwicklung hat verschiedene Phasen durchgemacht. Und diese Phasen haben, je nachdem, wo wir uns befinden, unterschiedliche Auswirkungen gehabt, jeweils auf die Arbeiterschaft in den verschiedenen Ländern. Im Moment sehen wir, dass sich diese Auswirkungen dieser letzten Phase, in der wir uns jetzt befinden, nämlich dieser neoliberalistischen Phase, dass sich diese Auswirkungen eigentlich auch global fast überall angleichen. Und das heißt, dass auch bei uns in den hochentwickelten Gesellschaften, anders als vielleicht in der Hochkonjunktur der 60er Jahre, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem gewissen Recht auch glauben konnten, dass sie von dieser allgemeinen Entwicklung ein Stück weit mit profitieren würden, was sicher auch der Fall war, nicht global, aber in einzelnen Ländern war es durchaus der Fall, dass diese Zeiten sind heute vorbei. Ich denke, der Neoliberalismus, also was ihn eben auszeichnet, ist, dass heute eigentlich die Mehrwertsteigerung nicht mehr über eine relative Mehrwertsteigerung möglich ist, sondern wieder über eine absolute. Und das heißt unter anderem wieder mehr Ausbeutung konkreter Arbeitnehmenden. Und das geschieht über Mechanismen, die wir alle heute erleben, Druck auf die Löhne, mehr Flexibilität. Ich möchte jetzt ganz konkret anhand eines ganz konkreten und eben auch sehr aktuellen Beispiels, in dem wir voll drinstecken, nämlich der Bauwirtschaft, also des Bauhauptgewerbes bei uns in der Schweiz, an einem ganz begrenzten Beispiel aufzeigen, was das heißt, hier und heute bei uns. Aber das sind eigentlich die gleichen Mechanismen, die überall eben auch zu beobachten sind. Ihr habt wahrscheinlich mitverfolgt, dass der Baumeisterverband diese Woche am Donnerstag diesen Kompromiss, der in der Mediation ausgehandelt worden war, für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag, den ja übrigens der Baumeisterverband gekündigt hatte, abgelehnt hat. Das heißt, wir sind wieder dort, wo wir vor einem halben Jahr schon waren. Wir beginnen wieder von vorne. Und eines der Hauptthemen, warum der Baumeisterverband diesen Vertrag gekündigt hat und was sie eben verändern wollten und wo sie nicht durchgedrungen sind, deshalb jetzt auch abgelehnt haben, ist eine noch stärkere Flexibilisierung der Arbeitszeit. Jetzt muss man wissen, dass die Arbeitszeiten auf dem Bau heute schon sehr, sehr flexibel sind. Die Bauwirtschaft ist ja eine saisonale Branche. Es ist klar, man kann im Sommer bei schönem Wetter länger arbeiten, zum Beispiel, weil es früher Tag ist. Wenn es dunkel ist, kann man ja noch nicht zu arbeiten beginnen im Bauhauptgewerbe. Und dem wurde ja schon seit langem Rechnung getragen. Also wir kennen eigentlich ein System der Jahresarbeitszeit, aber eben durch den Vertrag ein reguliertes System der Jahresarbeitszeit, das heißt eine Jahresarbeitszeit, die aber von Monat zu Monat muss festgelegt werden, wie viele Stunden pro Woche gearbeitet wird, und diese Flexibilität, die darf sich nur bewegen zwischen 37,5 und 45 Stunden. Nur in Anführungszeichen, das ist schon eine große Spanne, und es ist für die Bauarbeiter überhaupt nicht lustig, dass sie im Sommer 45 Stunden arbeiten müssen. Diese Flexibilität hat das Baugewerbe schon. Es gibt noch mehr Flexibilität. Man darf nämlich sogar bis 48 Stunden arbeiten. Man darf sogenannte Plusstunden kumulieren, bis zu 100. Und für diese muss man nicht einmal einen Zuschlag bezahlen. Aber man darf, wenn es über 48 Stunden hinausgeht, weil auch das ist noch möglich, dann muss man noch einen Zuschlag bezahlen. Also ihr seht, die Flexibilität ist eigentlich schon sehr, sehr groß. Und was wollten nun die Baumeister? Sie wollten noch sogenannte Minusstunden einführen. Das heißt, wenn es im Frühling regnet und man kann vielleicht 2-3 Tage nicht bauen, weil es wirklich stark regnet, dann ist das heute das Risiko des Baumeisters, also des Unternehmers. Dann muss er die Arbeiter trotzdem entlöhnen, auch wenn er sie nach Hause schicken muss. Und da wollten sie
ins Minus gehen. Das heißt, dass nach 4 Regentagen müssten die Leute diese Stunden, die ausgefallen sind, mit mehr Stunden, mit mehr Arbeit wieder aufholen. Da haben die Bauarbeiter gesagt, fertig, das nicht, das machen wir nicht mehr mit. Um das geht es in dieser Auseinandersetzung. Und also ihr seht, es wird, was eigentlich verlangt wird, ist immer noch mehr Flexibilität. Und hier geht es dann wirklich um grundsätzliche Fragen des Gesundheitsschutzes auch. Wie viel kann man einer Person überhaupt zumuten, eben zu arbeiten, ohne dass sie krank wird? Es ist heute schon zu viel. Die Bauarbeiter sind nach wie vor diejenige Berufsgruppe, die am meisten Invalide produziert, die am meisten Krankheitsfälle hat, wegen dieser harten Arbeit, aber auch wegen diesen unmöglichen flexiblen Arbeitszeiten. Ich möchte noch ein zweites Beispiel der Auswirkungen einer neoliberalen Politik immer auch am Beispiel unseres Bauvertrages aufzeigen. Zum neoliberalen Konzept gehört ja auch die Liberalisierung der Märkte, unter anderem auch der Arbeitsmärkte. Wir haben mit der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union den Arbeitsmarkt liberalisiert, geöffnet. Den Unternehmern steht heute ein riesiger Arbeitsmarkt zur Verfügung. Und wir haben als Gewerkschaft nicht Nein gesagt zum freien Personenverkehr, denn eigentlich finden wir es auch richtig, dass auch die Arbeitnehmer dorthin gehen können und dort arbeiten können, wo sie eben Arbeit finden und wo sie arbeiten wollen. Aber wir haben gesagt, wenn wir die Arbeitsmärkte öffnen, dann müssen die Arbeitsbedingungen reguliert sein. Es darf kein Lohndumping deswegen möglich sein. Ich habe das heute beim Nachtessen dem Christian zu erklären versucht, was unsere eben flankierenden Maßnahmen sind, die wir gefordert haben und durchgesetzt haben, dann auch bei den bilateralen 2. Und er hat dann gesagt, aha, das ist wie Verkehrswege bauen, ja, aber nur, wenn die Verkehrsteilnehmer sich dann auch an die Verkehrsregeln halten, die man aufgestellt hat. Und sonst bauen wir diese Straßen nicht. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Bild. Ja, so ist es. Die flankierenden Maßnahmen, das sind eigentlich die Regeln, die wir aufstellen wollen, die wir aufgestellt haben. Und ohne diese Regeln werden wir Nein sagen zu dieser grenzenlosen Personenfreizügigkeit. Und die beste Regulierung, die wir eben haben, sind die Gesamtarbeitsverträge. Und zwar vor allem diejenigen Gesamtarbeitsverträge, die allgemeinverbindlich erklärt worden sind. Es ist in der Schweiz so, dass wenn genügend Arbeitgeberfirmen und genügend Arbeitnehmende unter einem Gesamtarbeitsvertrag stehen, also der Vertrag wird ja abgeschlossen zwischen den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften, und wenn dieser Vertragsbereich genügend groß ist, dann kann man dem Bundesrat den Antrag stellen, das allgemeinverbindlich zu erklären. Das heißt dann, dass solche Verträge fast wie ein Gesetz werden. Das heißt, sie gelten dann für alle in der Branche, nicht nur für diejenigen, die im Arbeitgeberverband sind oder in der Gewerkschaft sind. Und der Bauvertrag, also der Vertrag des Bauhauptgewerbes, sowie auch die meisten Verträge in den anderen gewerblichen Bereichen, also Schreiner, Plattenleger, Malerinnen und so weiter, die meisten dieser Verträge sind allgemeinverbindlich, und das heißt, sie gelten für alle Firmen. Und wenn sie für alle gelten, dann gelten sie eben auch nicht nur für alle Beschäftigten bei diesen in der Schweiz ansässigen Firmen, sondern jetzt nach flankierenden Maßnahmen auch für alle entsandten Firmen, also für Firmen aus der Europäischen Union, die in die Schweiz kommen, um zu bauen. Und das ist sehr wichtig, nur damit gelingt es uns einigermaßen, den Arbeitsmarkt zu kontrollieren.